bleibt wie dein Bier. Lebe dein Leben, geh deinen Weg, sei wie du bist. Bleib wie dein Bier. Natürlich, frisch, frei. Freiberger. Herb frisches Pilz. Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Braumeister Michael heißt Sie zur Premium-Bierführung hier in Freiberg. Herzlich willkommen. Ja, dass Freiberg die älteste Bergstadt Sachsens ist, das wissen ganz viele. Aber dass Freiberg auch die älteste Braustadt in Sachsen ist, das wissen ganz wenige. Gemeinsam mit Braumeister Michael begrüßte das Amt für Kultur Stadtmarketing am 14. August den 10.000. Teilnehmer des beliebten Erlebnis-Stadtrundganges Freiberger Bierführung. Es war Volker Wagner aus Riechberg. Er buchte die Führung für einen Betriebsausflug seiner Drechslerei. So wie seine Mitarbeiter sind Freiberger wie Touristen aus nah und fern begeistert von der Tour, die nun seit ca. 4,5 Jahren angeboten wird. Bisher waren 423 Touren durchgeführt und jede war ausgebucht. Der Braumeister Michael lässt die Geschichte mit heiteren Sprüchen und informativen Anekdoten lebendig werden. Mit bisher über 7000 erzählten Trinksprüchen und Bierwitzen sorgte er bei Reisegruppen, Firmenausflügen oder privaten Runden für einen Lacher nach dem anderen. Wer trinkt ohne Trinkspruch, der säuft. Das machen wir natürlich nicht. Wir fangen mit einem ganz kurzen Trinkspruch an. Nach Tageswerk und Mühen zu frohen Festen, trink Heimatbier, das schmeckt am besten. Prost! Bei der Bierführung erfahren die Besucher Interessantes darüber, wie der traditionelle heimische Gerstensaft hergestellt wird. Zwischendurch muss natürlich die ein oder andere alkoholische Spezialität aus der Silberstadt probiert werden. Bei der Führung durch die Altstadt legte Thomas Mielens mehr als 1000 Kilometer zu Fuß zurück. Eine Wanderung so lang wie die Strecke von Freiberg nach Paris. Nach diesem Gruppenfoto ging es nun auf die Freiberger Bierwanderung. Sie sehen hier einen Zusammenschnitt aus dem Jahre 2014. Ja, und bevor wir natürlich über das Bier reden, müssen wir erstmal einen Fakt klären. Was ist Bier? Da gibt es viele schöne Dinge über das Bier. Bier ist Grundnahrungsmittel, Bier ist Medizin, Bier macht schön. Oder haben Sie schon mal einen Mann gesehen, der sich schminken muss? Nein, das Heilige Konzil 817, das ist fast 1200 Jahre her, hat festgestellt, Bier ist ein christliches Getränk. Und damit wir auf dem Weg des Bieres vorwärts kommen, jetzt einfach mal mir nach. Rostig wird die Grubenschiene, wenn der Hund nicht drüber läuft. Zornig wird des Bergmanns Miene, wenn er nicht ab und zu mal säuft. Bereits im Jahre 1227 gibt es hier in Freiberg ein Schrotamt. Und wissen Sie, was das war? Eine Bierbehörde. Nun müssen wir mal klären, wer war denn brauberechtigt in Freiberg? Außer dem Adel und der Geistlichkeit. Sie werden es nicht glauben, es waren die Bürger. Bürger in Freiberg konnte aber nur sein, wer Mann und Hausbesitzer war. Und die Bürger, die brauberechtigt waren, hatten sich am 29. September eines jeden Jahres, es ist übrigens der Tag des heiligen Michael, einzufinden im Rathaus. Die Braureihenfolge wurde gelost. Die Wanderung ging entlang der Burgstraße in Richtung Akademiestraße. Hier befindet sich das Gründungsgebäude der Bergakademie Freiberg. Und Sie würden es nicht für möglich halten, mit Gründung der Bergakademie ging der Bierverbrauch in Freiberg nach oben. Wir sprachen schon darüber. Bier war Grundnahrungsmittel. Der Bürger stattete also früh sein Frühstück mit einer Biersuppe. Bier wurde erwärmt und es wurde Brot hineingebrockt. Dazu gab es eine Freiberger Kanne, 0,9 Liter. Und da alle regelmäßig Bier tranken, fiel das gar nicht auf. Es gab ja nicht den Straßenverkehr wie heute. Keine Radfahrer, keine Autofahrer, es konnte also nichts passieren. Wer mich bei der Führung bis jetzt ertragen hat, wird selbstverständlich belobigt. Wir verkosten jetzt einen Freiberger Bockbierbrand. Ich muss dazu sagen, das ist kein billiger Schnaps, sondern ist ein ausgezeichnetes Produkt. Und das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam. Dafür hat jeder seinen Krug bekommen. Das ist die Eintrittskarte. Und natürlich auch für die Verkostung des Bockbierbrandes brauchen wir diesen Krug. Und unser Trinkspruch für diesen Schnaps lautet, trinke nie ein Glas zu wenig, denn kein Richter oder König kann von diesem Staatsverbrechen deine Seele ledig sprechen. Lieber ein zu viel getrunken und darauf in stiller Kammer Buße tun beim Katzenjammer. Prost! Prost. Prost.